Dass wir eines Tages sterben, ist ja die einzige Sicherheit, die wir in unserem Leben haben. Und ich finde, es wird höchste Zeit, dass wir den Mut auch mal haben, über dieses Thema zu sprechen, um die Angst vor diesem Thema zu verlieren. Ich wollte ganz bewusst das Thema Sterben in Form eines Romanes schreiben, der sich auch leicht liest, damit der Leser, sage ich mal, in eine fiktive Welt geführt wird, die zwar ein sehr realistisches Thema behandelt, aber auf einer Ebene, in der man das Thema, sage ich mal, ein bisschen spielerisch auch begreifen kann und auch an sich herankommen lassen kann. Das ist ein authentischer Roman. Ich habe meine Schwiegermutter beim Sterben begleitet und durfte auf wundervolle Art und Weise erfahren, wie soll ich das ausdrücken, dass man sehr wohl eine Wahl hat, wie man stirbt und wo man stirbt. Und ich habe im Hospiz, in diesem Fall im Hospiz Trier, erfahren dürfen, dass man Sterben auch auf eine sehr angenehme Art und Weise miterleben und erleben darf. Das Thema ist sehr aktuell und ein ganz tolles Kompliment oder das Kompliment, das mir wirklich ans Herz ging, machte eine ältere Leserin, die das Buch ursprünglich nicht lesen wollte und es dann doch zur Hand genommen hat und mir nachher sagte: Petra, ich bin so froh, da ich das Buch gelesen habe, ich habe keine Angst mehr vorm Sterben. Und das ist eigentlich genau das, was ich auch übermitteln möchte. Wir müssen keine Angst haben. Wir haben die Möglichkeit, uns einen Sterbeweg ohne Schmerzen auszusuchen. Aber wir müssen wirklich darüber reden, genau wie wir auch über das Geborenwerden sprechen, uns auf die Geburt eines Kindes vorbereiten. Genauso können wir uns auch in den meisten Fällen auf ein Sterben vorbereiten.